Ich glaube, wenn man bei uns ins Stadion geht, Unterhaltung kriegt man bis zum Schluss. Diese Aussage von Coach Andreas Brockmann trifft eigentlich auf beide Wochenendspiele zu. Am Freitag lag der EVL übrigens schon mit 6-Wochen-Rückkehrer Luca Schwantuch in Krimitschau schnell 1:3 hinten, dann 4:3 vorne, kassierte den späten Ausgleich, doch 50 Sekunden vor Schluss das entscheidende Powerplay-Tor und noch ein Empty-Netter. Und auch am Sonntag gab es erneut den späten Siegtreffer. Diesmal zeigte die Stadion nur 78 Sekunden vor Schluss, als Verteidiger Peter Baumgartner mit seinem ersten Saisontreffer das Stadion in einen Hexenkessel verwandelte. Ja, ich meine, ich habe vom Draxi die Scheiben gerückt und wollte einfach das Tor schießen, also reingeht. Das ist natürlich schön. Der Tor hätte ihn halten können, aber jetzt ist es umso schöner. Fast wäre der Auftritt gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Hessen vor gut 2300 Zuschauern am Gutenbergweg aber schief gegangen. Dabei sah zunächst alles nach einem Kantersieg der Hausherren aus. Der EVL nahm nämlich den Schwung aus der Schlussphase in Krimitschau nahtlos mit und überrollte die Gäste im ersten Abschnitt förmlich. Neuzugang Kyle Doyle, der am Freitag in seinem dritten Spiel bereits die ersten beiden Tore erzielt hatte, und Andy Geipel mit einem Treffer Marke Tor des Jahres sorgten mit einem Powerplay-Doppelschlag in der 15. Minute, als zwei Löwen in der Kühlbox saßen, für eine 2:0-Führung. Ty Morris, der den EVL bereits in der Anfangsphase bei einem Alleingang hätte in Führung bringen können, da aber noch an Brian Hogan scheiterte, setzte in der 18. Minute den Schlusspunkt unter das erste Drittel. 3:0, eine recht komfortable, aber eben auch eine sehr gefährliche Führung. Problem ist dann im zweiten Drittel, ist Frankfurt mit Sicherheit rausgekommen, wenn du 3:0 hinten bist. Die haben einen Schritt mehr gemacht und sind härter gekommen. Und wir haben halt gedacht, beim 3:0, wir können vielleicht einen Schritt weniger machen. Aber dann, das ist dann nicht mehr ein Schritt, das sind dann schon zwei Schritte. Und das haben wir dann auch gesehen. Denn plötzlich waren die Gäste im Spiel. In der 22. Minute nutzen sie ein Powerplay zum 1:3. Marc Schaub, letztendlich der glückliche Abstauber vor dem Tor von Pasi Häkkinen. Landshut jetzt plötzlich von der Rolle, Frankfurt dagegen drehte auf. Der Ungar Marton Wasch hat da schon das 2:3 auf dem Schläger. Coach Brockmann versuchte noch mit einer Auszeit den Schwung aus dem Löwenspiel zu nehmen und wieder an den richtigen Taktikstellschrauben zu drehen, das klappte aber vorerst nicht. Denn in der 32. Minute fiel er doch, der Anschlusstreffer der Gäste. Erneut Powerplay und diesmal ist es Kyle Ostrow mit einem weiteren sogenannten dreckigen Tor für Frankfurt. Im zweiten Drittel, die zwei Tore, die wir gekriegt haben, ist auch, das sind keine herausgespielten Tore. Das ist ein Schuss aufs Tor und ist ein Nachschuss. Das sind Kleinigkeiten. Wir versuchen dann später, wir wollen ein schönes Tor schießen. Aber heutzutage fallen halt bei so engen Spielen die meisten Tore fallen eben im Slot, ums Tor herum, Rebounds. Schüsse bringen die Schüsse durch und da fallen die Tore. Der EVL trotzdem noch mit der Riesenchance zum 4:2. Peter Abschreiter scheitert aber mit einem Penalty an Hogan. Das rächte sich dann im Schlussabschnitt und zwar in der 47. Minute. Wieder ein ganz einfaches Ding der Gäste. Schuss, Nachschuss und drin. Clark Breitkreuz mit dem Ausgleich. Doch statt das Momentum zu nutzen, schmissen die Frankfurter in der Schlussphase etwas ihre Nerven weg, leisteten sich einige Undiszipliniertheiten und wanderten logischerweise vermehrt auf die Strafbank. Der EVL nutzte dies, wie bereits gesehen, in Form eines doppelten Powerplays durch Baumgartner zur Entscheidung. Am Ende sicherlich ein verdienter Erfolg, weil die Hausherren trotz erneut kurzer Bank wieder einmal ihre Stehaufmännchenqualitäten unter Beweis stellten. Ja, das erste Drittel sind wir genau so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben, mit 3:0-Führung. Und dann haben wir eigentlich durch Unkonzentriertheit, ne, die einfach in die Tore geschossen und dann sind wir irgendwie aus dem Spiel rausgekommen. Dann haben wir uns hart da und ja, das hat sich dann bis ins Drittel reingezogen. Und dann haben wir das einfach nochmal biegen und brechen gewonnen. Der Schiri, Mann, der hat sich auch nochmal viel auskennt. Ja, und dann glücklicher Schuss, der war drin und dann haben wir gewonnen. Dritter Sieg in Folge damit für den EVL, der in der Tabelle der DL2 mittlerweile bis auf Platz 7 geklettert ist. Es ist also alles angerichtet für das große Derby am kommenden Donnerstag gegen Rosenheim. Ja, natürlich. Ich meine, Landshut und Rosenheim, das kenne ich noch als kleiner Bub von der DL her. Das ist was Besonderes. Und also ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und auch im Fanlager ist man sicher schon heiß auf dieses Duell.